sind Steve und Maggie. Das sind Steve und Maggie. Deutsch, Deutsch, Deutsch. Yeah! Oh! Oh, Mann! Oh, nein, nein, nein! Oh, meine Flügel! Abracadabra! Hihi! Für ein bisschen Farbe! Yeah! Da-da-da-di-di-di! Oh, hallo, liebe Kinder! Oh, oh! Hey! Was ist das? Was ist das? Ich weiß es nicht. Hey, sagt es mit mir, los! Schultern hoch, macht das Gesicht und sagt... Ich weiß es nicht. Was ist das? Ich weiß es nicht. So, was ist das? Aha! Was ist das? Was ist das? Ich weiß es nicht. Was ist das? Was ist das? Ich weiß es nicht. Was ist das? Oh, schaut! Ein Haus! Ein Haus, Haus, Haus! Schaut! Ein Haus! Ein Haus, Haus, Haus! Yeah! So, jetzt wissen wir es! Es ist ein Haus! Kommt, lasst uns hineinschauen! Oh! Oh! Autsch! Oh, alberner Steve! Das Haus ist noch nicht fertig! Kommt schon, lasst uns gehen! Yeah! Oh, ich Dummerchen! Da ist keine Tür! Oh. Also, wo ist die Tür? Hey, die Tür ist nicht hier! Oh, sie ist gleich um die Ecke! Oh, hey, die Tür ist hier auch nicht! Wo ist sie? Hey! Ho, ho, wo ist diese Tür? Wie seltsam! Ich kann die Tür nicht finden! Schaut mal! Was ist das? Was ist das? Wisst ihr es, Jungs und Mädchen? Nein? Dann Schultern hoch, macht das Gesicht und sagt... Ich weiß es nicht! So! Was ist das? Was ist das? Ich weiß es nicht! Was ist das? Was ist das? Ich weiß es nicht. Was ist das? Oh, schaut! Ein Fenster! Ein Fenster, Fenster, Fenster! Schaut! Ein Fenster! Ein Fenster, Fenster, Fenster! Yeah! So, jetzt wissen wir, es ist ein Fenster! Hey, Fenster sind super, um hinauszusehen. Aber man kann auch hineinsehen. Kommt schon, Jungs und Mädchen, lasst uns hineinsehen! Yeah! Zusammen! Gefällt euch mein Haus? Yeah! Es ist großartig, aber es braucht eine Tür! Kommt schon! Oh, hey! Schaut, schaut, schaut! Was ist das? Ich weiß es nicht. Also, Schultern hoch, macht das Gesicht und sagt... Ich weiß es nicht! Was ist das? Was ist das? Ich weiß es nicht. Was ist das? Was ist das? Ich weiß es nicht. Was ist das? Oh, schaut! Eine Tür! Eine Tür, Tür, Tür! Schaut! Eine Tür! Eine Tür, Tür, Tür! Yeah! Jetzt wissen wir es! Es ist eine Tür! Kommt schon, lasst uns hineinschauen! Ich Dummerchen! Ich habe vergessen, die Tür zu öffnen! Kommt schon, lasst uns hineinschauen! Nicht schon wieder! Du bist es, Maggie! Du frecher, frecher Vogel! Hey, Jungs und Mädchen! Steve. Die Tür ist offen, also kommt! Schauen wir hinein! Oh, Maggie! Dieses Spielhaus ist großartig! Ja! Aber es ist noch immer nicht fertig! Wirklich? Wirklich! Abracadabra! Schaut! Was ist das, Jungs und Mädchen? Was ist das? Ich weiß es nicht! Ihr wisst es nicht! Wir wissen es nicht! So! Was ist das? Was ist das? Ich weiß es nicht! Ja! Was ist das? Was ist das? Ich weiß es nicht! Was ist das? Oh, schaut! Ein Baum! Ein Baum, Baum, Baum! Oh, schaut! Ein Baum! Ein Baum, Baum, Baum! Seht alle her! Jetzt wissen wir, es ist ein Baumhaus! Warum muss ich alles tragen?
Hallo, Kinder! Ist Maggie hier? Was? Sie fürchtet sich vor Bigfoot? Oh, ich bin Bigfoot. Maggie, warum versteckst du dich in der Mülltonne? Was? Hey, wer? Das ist nicht Bigfoot, das bist du. Oh, Maggie, Bigfoot gibt's doch gar nicht. Doch, den gibt's. Nein, Maggie, gibt's nicht. Doch, doch, er sieht so aus. Gruselig! Oder so! Oh, gruselig! Oder so! Hör auf, hör auf, hör auf, Maggie! Bigfoot gibt es nicht! Hey, machen wir uns für heute Abend fertig zum Zelten! Yeah! Das war lecker! Danke, ja, Maggie! Singen wir das Lied! Ich glaube an Bigfoot! Ich glaube nicht an Bigfoot! Ist er da? Er ist nicht da! Bigfoot kann überall oh, sein! Oh, Maggie! Das ist ein schönes Lied! Aber Bigfoot gibt es nicht! Aber jedenfalls! Zeit zum Schlafen! Okay! Gute Nacht, Steve! Gute Nacht, Maggie! Hey, liebe Kinder! Ist Maggie nicht doof? Sie glaubt, Bigfoot gibt es! Kommt, wir tricksen sie aus! Schaut her! Yeah. Seid ihr bereit? Bigfoot! Bigfoot ist hier! Bigfoot ist draußen! Bigfoot! Das ist Bigfoot! Nur Spaß, no, Maggie! Was? Hey! Oh, Steve! Oh, Maggie! Ich habe dich ausgetrickst! Oh, was, Steve? Bigfoot gibt es nicht! Oh, oh, also los! Wir gehen schlafen! Bis morgen früh! Hey! Jetzt bin ich dran, Steve auszutricksen! Kommt mit! Das wird ein toller Trick! Hey! Schaut euch meinen Schatten an! Hey! Größer! 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 Perfekt! Ich bin Bigfoot! Was ist das für ein Geräusch? Was läuft hier? Das ist Bigfoot! Das ist wirklich Bigfoot! Lauf weg! Lauf weg! Lauf weg! Steve! Das ist Bigfoot! Versteckt euch! Versteckt euch! Steve fürchtet sich jetzt vor Bigfoot! Hey, was? Das war Maggie! Maggie hat mich ausgetrickst! Maggie! Du frecher, frecher Vogel! Okay, Maggie, ich denke, das war ein guter Scherz. Aber es wird spät. Zeit, ins Bett zu gehen. Gute Nacht, Maggie. Gute Nacht. Danke, Maggie. Oh, hey, was? Ich glaube an Bigfoot. Ich glaube an Bigfoot. Ist er hier? Ist er da? Bigfoot kann überall sein. Ich glaube nicht an Bigfoot. Ich glaube nicht an Bigfoot. Er ist nicht da. Er ist nicht dort. Bigfoot ist nirgendwo. Bigfoot ist irgendwo. Ist das Bigfoot? Hey, Maggie, sei nicht so doof. Bigfoot gibt es nicht. Und wovor hattest du Angst letzte Nacht? Das war so lustig. Hey. Hey, liebe Kinder. Ihr glaubt an Bigfoot, oder? Und das solltest du auch, Steve. Steve? Steve? Ich bin Bigfoot. Das ist Bigfoot. Ich habe dich wieder ausgetrickst, Maggie. Das ist ein Spaß. Wow, das sieht wie ein super Campingplatz aus. Yeah! Was für eine schöne Nacht, um draußen unter dem Sternenhimmel zu schlafen. Bigfoot! Oh ja, ja, ja. Bigfoot ist hinter mir, Maggie. Jetzt nicht mehr. Du musst dich schon mehr anstrengen, um mich zu erschrecken. Oh, was für ein frecher, frecher Vogel. Gute Nacht an alle. Yay.
Ein besserer Trick, ein besserer Trick. Steve wird schon an Bigfoot glauben, mit ein wenig Maggie-Zauberei. Abracadabra! Das ist Bigfoot, was das ist Bigfoot, los? Das ist Bigfoot, das ist Bigfoot, Bigfoot. Er ist echt, da ist er. Bigfoot, Bigfoot. Jetzt glaubt auch Stephen Bigfoot. Moment mal, was? Oh, das war Maggie, dieser freche, freche Vogel. Maggie, komm zurück zum Zelt und keine Tricks mehr heute Nacht. Okay. Wir müssen schlafen gehen. Ich glaube an Bigfoot, ich glaube an Bigfoot. Ist er hier, ist er da? Bigfoot kann überall sein. Ich glaube nicht an Bigfoot, ich glaube nicht an Bigfoot. Er ist nicht da, er ist nicht dort. Bigfoot ist nirgendwo. Lecker! Ich gehe mal was essen. Okay, Maggie, ich gehe zurück zum Zelt. Bis gleich. Okay. Hey, was für ein schöner Platz zum Zelten. Oh, hey. Schaut euch mal meinen Fußabdruck an. Fußabdruck. Oh, wir machen Bigfoot-Fußspuren, um Maggie zu erschrecken. Ja. Okay. Eins. Zwei. Drei. Yeah. Vier. Fünf. Sechs. Ich glaube an Maggie kommt. Ich glaube an Bigfoot. Huhu! Bigfoot Fußspuren. Der Beweis, dass es Bigfoot gibt. Hey, Steve, Steve, schau mal die Fußspuren. Steve, hey, wo steckt der? Maggie, Schau mal, schau. Das sind keine echte Bigfoot Fußspuren. Ich habe diese Fußspuren gemacht. Ich habe dir gesagt, dass es Bigfoot nicht gibt. Schon wieder ausgetrickst. Hey, Maggie, bauen wir hier unser Zelt auf. Ja. Yeah. Das war mal lecker. Danke, Maggie. Singen wir das Lied. Ich glaube an Bigfoot. Oh, halt. Ich glaube nein, Maggie. Ich bin zu müde, um ein Lied zu singen. Ich glaube, ich gehe ins Bett. Gute Nacht, liebe Kinder. Bis morgen früh. Steve. Gute Nacht, Maggie. Ich glaube an Bigfoot. Ich glaube an... Steve ist schlafen gegangen. Jetzt mach ich einen Trick. Abracadabra. Ist das ein großer Teddybär oder Bigfoot? Hihihi! Schaut mal! Ey, was? Hä? Das ist Bigfoot! Das ist Bigfoot! Maggie! Bigfoot ist hier! Das ist Bigfoot! Hilfe! Das ist doch nur ein Riesenteddybär. Oh, Maggie, du frecher, frecher Vogel. Hab ich mich erschreckt? Na los, zurück ins Zelt und ab ins Bett. Ich möchte doch nur, dass Steve an Bigfoot glaubt. Gute Nacht. Danke für den Teddybär. Ich glaube an Bigfoot. Ich glaube an Bigfoot. Bigfoot-Schatten? Du kannst mich so nicht erschrecken, Steve. Maggie, gibst du mir meinen Rucksack bitte? Dankeschön. La 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 la, woohoo! Schaut mal, doofer Steve hat noch mehr Bigfoot-Fußspuren gemacht. Wie viele hat er gemacht? Eins. Ich glaube nicht an Bigfoot. Bigfoot, schaut mal. Maggie hat ein paar Bigfoot-Fußspuren gemacht, damit ich erschrecke. Oh, hey, wie viele hat sie gemacht? Eins, zwei, 16, 17, 18. Hey, Maggie, hast du wirklich alle diese Bigfoot-Fußspuren gemacht? Nein, du hast diese Fußspuren gemacht. Ich habe sie nicht gemacht. Also, wer machte die Fußabdrücke? Gemacht? Ich habe diese Fußspuren gemacht. Bigfoot, genau. Bigfoot ist schau mal, schau, es gibt Bigfoot. Komm zurück, komm zurück. Hi. Yeah. Wow.
Schaut, Kinder, ich habe einen neuen Schaukelstuhl. Er passt zu meinem neuen Zimmer. Alles ist ganz neu, sogar das weiche Sofa. Wo ist das Sofa? Was ist hier los? Oh, das ist echt komisch. Das Sofa war hier. Ich muss mich mal hinsetzen. Moment mal. Was? Wo ist der Stuhl? Irgendetwas stimmt hier doch nicht. Das muss Maggie sein, dieser freche, freche Vogel. Hey, die ertappen wir auf frischer Tat. Yeah. Ich versteck mich hier, also ruft laut, wenn ihr Maggie seht, ja? Und ich springe heraus und schnappe sie mir, yeah! Oh yeah! Abracadabra! Oh, Spitze! Ein Kleiderschrank für mein Puppenhaus! Hey yeah! Ich stelle den Schrank hier hin! Genau! Okay, was kommt jetzt? Maggie, hab dich! Hey, alles ist zurück. Mein Schaukelstuhl, mein Sofa. Alles wieder normal. Wow. Nein, nicht ganz. Ich bin in Maggies Puppenhaus. Ich bin winzig. Schaut her, schaut mal her. Das bedeutet, Maggie war mal wieder ein frecher, frecher Vogel. Oder? Aber hey, jetzt kann ich mit all den Spielsachen spielen. Hau, und hört mal, da kommt etwas. Was ist das? Könnt ihr etwas sehen, Jungs und Mädels? Ja, wo? Da? Wow, ja, schaut mal, ein Spielzeugzug. Los, fahren wir mit dem Spielzeugzug. Ja, tut, tut, singen wir ein Lied. Ich fahre mit dem Zug, Spielzeugzug. Ich fahre mit dem Zug, Spielzeugzug. Oh, schaut mal her, schaut mal hierher. Ich fahre mit dem Zug, Spielzeugzug. Yeah. Hey, warum haben wir gestoppt? Oh, schaut mal, da liegt etwas auf dem Gleis. Was ist das? Genau, das ist ein Ball. Also hier kann ich nicht stehen bleiben, oder? Okay, es ist Zeit, den Ball wegzubewegen. Yeah, okay. Und wie bewegen wir nun so einen großen Ball? Einfach. Autsch. Nicht so. Nein. Etwas fester? Etwas fester, yeah! Wow! Wir haben es geschafft, yeah! Wir haben das Gleis geräumt, gut gemacht. Oh, hey, warte auf mich! Oh, ja! Alle einsteigen! Tut, tut! Okay, wir wollen ja nicht zu spät kommen, also schneller, schneller, yeah! Ich fahre mit dem Zug, Spielzeugzug! Ich fahre mit dem Zug, Spielzeugzug! Oh, schaut mal her, schaut mal hierher! Ich fahre mit dem Zug, Spielzeugzug! Oh, nicht schon wieder! Auwei! Was ist jetzt wieder auf dem Gleis? Was ist es jetzt? Das ist eine Kuh! Weg da! Oh, hey! Wie fragt man eine Kuh, dass sie gehen soll? Man sagt... Muuu! Oder? Na klar! Okay, Entschuldigung, bitte... Muuu! Oh, na los! Muuu! Moment mal! Ich bin ja blöd! Das ist eine Spielzeugkuh! Ich muss sie... selbst wegschieben. Genau. Gut gemacht. Wir haben die Kuh weggeschoben, oder? Oh nein, der Zug ist ohne mich abgefahren. Warte, 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 warte. Oh yeah. Jetzt ist es schon wirklich spät und wir müssen echt schnell fahren. Na los. Ich fahre mit dem Zug, Spielzeugzug. Ich fahre mit dem Zug, Spielzeugzug. Hey, schaut mal her, schaut mal hierher. Ich fahre mit dem Zug, Spielzeugzug. Nicht diesmal. Nein, nein, nein. Was steht uns diesmal im Weg? Bauklötze. Große Bauklötze. Ich kann nicht diese Bauklötze wegräumen. Oh. Aber mit dem Kran geht's. Ich wollte schon immer mal mit einem Kran spielen. Na los. Das ist ein Kinderspiel mit diesem Kran. Genau. Also gut, räumen wir mal die Bauklötze weg. Wir können einen Turm bauen und dabei ein Lied singen.
Ich spiele mit nem Kran, mit nem Kran. Ich spiele mit nem Kran, mit nem Kran. Oh, schaut mal her, ja, schaut mal her. Ich spiele mit nem Kran, mit nem Kran. Oh, oh. Das ist ja kein Bauklotz da oben. Das ist eine Kuh da oben. Oh, schaut euch mal den Turm an. Der ist ja total wackelig. Der fällt ja gleich um. Passt auf da unten. Oh je, yeah, oh wei. Hey, ich glaube, den müssen wir wieder aufbauen. Aber diesmal schneller. Na los. Ich spiele mit nem Kran, mit nem Kran. Ich spiele mit nem Kran, mit nem Kran. Oh, schaut mal her, ja, schaut mal her. Ich spiele mit nem Kran, mit nem Kran. Oh, hey. Warum wackelt der Turm jetzt schon wieder? Das ist ja kein Bauklotz da unten. Das ist eine Kuh da unten. Oh, jemine. Huh. Er fällt. Je. Alle gute Dinge sind drei? Ja. Na dann los. Lasst uns den Turm bauen. Aber noch schneller. Yeah. Ich spiele mit nem Kran. Mit nem Kran. Ich spiele mit nem Kran. Mit nem Kran. Schaut mal her. Ja, schaut mal her. Ich spiele mit nem Kran. Mit nem Kran. Yeah. Fertig. Hey, schauen wir uns den Turm mal genauer an. Na los. Wow. Schaut mal, Kinder. Ist der Turm nicht fantastisch? Der ist echt hoch. Yay. So, was könnten wir jetzt machen? Ich weiß schon. Wir hauen ihn um. Soll ich? Ja. Okay. Eins, zwei, drei. Oh, na los, das probieren wir nochmal. Genau. Oh nein. Wir brauchen etwas Größeres wie, etwas wie einen Bulldozer. Genau. Ein Bulldozer. Ich fahre einen Bulldozer. Ein Bulldozer. Ich fahre einen Bulldozer. Ein Bulldozer. Oh, schaut mal her. Ja, schaut mal her. Ich fahre einen Bulldozer. Ein Bulldozer. Okay, ja, los geht's! Wow! Yeah! Geschafft! Wir haben den Turm umgeschmissen. Jetzt ist es unordentlich. So, na los! Das räumen wir schnell auf. Mit dem Bulldozer. Genau! Ich fahr einen Bulldozer. Ein Bulldozer. Ich fahr einen Bulldozer. Bulldozer. Oh, schaut mal her. Ja, schaut mal her. Ich fahr einen Bulldozer. Ein Bulldozer. Yeah! Aber schaut mal. Da ist noch so viel zum Aufräumen. Oh, schaut mal. Ein Turbo-Knopf. Jetzt wird's Turbo. Ich fahr einen Bulldozer. Bulldozer. Ich fahr einen Bulldozer. Bulldozer. Oh, schaut mal her. Ja, schaut mal her. Ich fahr einen Bulldozer. Bulldozer. Oh, wow. Das macht so viel Spaß. Oh, ja. Ja. Spitze. Ein Hocker. Hey, yay. Warte, was? Danke, Maggie. Gern geschehen. Aha. Maggie, sie klaut immer noch Sachen für ihr Puppenhaus. Also gut, es wird Zeit, sie zu erwischen. Hey, yay! Und der Stuhl kommt hier hin. Maggie, erwischt. Stell alle Möbel zurück. Wirklich? Ja, Maggie, wirklich. Und mach mich wieder groß. Oh, du willst groß sein? Ja, Maggie, groß. Okay, abracadabra. Hey, Maggie! Sei nicht so frech! Okay, abracadabra! Yay! Alle zusammen, Kinder! Du frecher, frecher Bogen! Schaut euch mal meinen großen Turm an! Wow! Vorsicht! Maggie! Oh, du frecher, frecher Vogel! Oh, yeah. Schau mal, was du getan hast! Entschuldigung! Oh, und ich habe keine Zeit, ihn nochmal zu bauen. Es ist Schlafenszeit! Kein Problem! Abracadabra! Wow! Oh, Maggie! Hey, liebe Kinder! Maggie hat vergessen, irgendetwas zu tun, oder? Ja, ihr wisst, was sie vergessen hat, oder? Also los, sagen wir es ihr! Oh, Maggie!
was hast du vergessen zu tun? Nichts! Oh nein! Sie hat vergessen, aufzuräumen. Oder, na los, alle zusammen. Maggie, räum auf! Okay, los geht's! Oh, was für ein frecher Vogel. Na los, wir räumen auf, räumen auf, räumen auf. Räum dein Spielzeug weg. Na los, wir räumen auf, räumen auf, räumen auf. Am Ende von jedem Tag. Räume auf, mach es gleich, gleich, gleich. Räume auf, alles auf einen Streich. Räume auf, räume auf, räume auf. Das ist doch wirklich leicht. Also, gute Nacht! Maggie, hey! Noch nicht? Maggie hat eine der wichtigsten Dinge vergessen, bevor es zu Bett geht. Also los, sagen wir es ihr. Dieser freche Vogel. Sie vergisst immer wieder, ihre Zähne zu putzen. Oh, ich glaube, ich muss meine Zähne auch putzen. Es ist jetzt die Zeit, die Zähne zu putzen. Das wird ein Spaß. Also, Maggie, was hast du vergessen zu tun? Maggie weiß es nicht. Geben wir ihr einen Tipp. Genau. Putz deine Hau! Dieser freche Vogel! Ho! Oh nein! Wir haben keine Zahnpasta mehr! Abracadabra! Wow, Maggie! Du spinnst wohl! Was für eine mega Zahnpastatube! Genau! Na los, Steve! Schaut mal, du schaffst es! Es will nicht raus. Ich kann das. Okay, Maggie, viel Glück. Also gut, mache aber keine Sauerei oder etwas Verrücktes. Wie mich damit voll zu spritzen. Okay, Maggie, drücke. Drücke fester. Kannst du nicht fester drücken? Maggie, du frecher Vogel. Was für eine Sauerei. Schaut mich mal an. Danke, Maggie. Das ist besser. Also, Mädels und Jungs, wir machen weiter und putzen unsere Zähne richtig schön. Na los, putzt, putzt eure Zähne. Putzt sie so wie ich. Na los, putzt. Putzt eure Zähne, macht sie ganz sauber. Putzt sie einmal morgens und einmal abends. Putzt sie zweimal am Tag, dann ist es richtig. Oh, putz, putz deine Zähne, mach sie schön und sauber. Hey, yeah! Gute Nacht! Wow! Au! Maggie! Hey, wir sind noch nicht fertig im Badezimmer, oder? Also, sagen wir Maggie, was noch zu tun ist. Also Maggie, du musst noch dein Gesicht waschen. Du musst dein Gesicht waschen, Steve. Ja, jeder muss sich sein Gesicht waschen. Okay. Wow. Oh je, ich glaube, ich muss jetzt wirklich mein Gesicht waschen, oder? Oh Mann, ich habe überall Schlamm im Gesicht. Hey! Maggie, hör auf! Oh, Maggie! Ich habe nur gesagt, dass du dir dein Gesicht waschen musst. Oh je! Los, alle zusammen! Na los, wasch dein Gesicht! Wasch dein Gesicht, oh yeah! Na los, wasch dein Gesicht und spritz nicht alles nass! Na los, wasch dein Gesicht, ich sag, wasch dein Gesicht! Ist dein Gesicht dann sauber? Das ist wie ein Zauber! Wasch dein Gesicht! Wasch dein Gesicht, oh yeah! Gute Nacht! Wow. Hey, Maggie! Warte doch einmal! Also, Maggie hat wohl noch etwas vergessen zu tun, bevor es ins Bett geht, oder, Jungs und Mädels? Also los, sagen wir ihr, was noch zu tun ist!
Oh, Maggie, du hast ja? vergessen. Ich weiß. Zieh deinen Schlafanzug an. Los geht's. Schlafanzug, Schlafanzug, genau. Fertig. Oh, wow, Maggie, das war schnell. Aber ja, und ich kann dir helfen. Maggie, wer, was, hä? Was? Oh! Schaut! Eine Schlafanzughose auf meinem Kopf. Sehr witzig. Abracadabra! Was kommt jetzt, Maggie? Ein Schlafanzugkleid? Oh, Maggie! Entschuldigung! Wie wär's damit? Oh, yeah! Ich meine, nein! Oh, Maggie, ich trage immer noch meine Jeans und mein T-Shirt. Oh, keinen Blödsinn mehr. Genau! Okay, keine Maggie-Zauberei mehr. Es ist jetzt Zeit für meinen Schlafanzug. Genau! Zeit für meinen Schlafanzug. Schluss jetzt mit dem Unfug. Genau, es ist Zeit für meinen Schlafanzug. Schluss jetzt mit dem Unfug. Jetzt geht's ab ins Bett, das ist, was ich sage. Wir sind jetzt müde und das ist keine Frage. Gute Nacht. Schlaft gut, morgen ist auch noch ein Tag. Steve, du hast noch etwas vergessen. Was? Wirklich? Genau, gute Nacht zu sagen. Oh, genau, Maggie, du hast recht. Gute Nacht. Also, liebe Kinder, seid ihr bereit fürs Bett? Gute Nacht. Gute Nacht! Oh, Maggie! Das ist echt ein frecher Vogel! Gute Nacht!